Yo Leute, Brot ist wieder am Start und frisch angezogen mit meinem neuen Black Ops 4 Shirt. Voll nice. Möchte ich heute mit euch über alle 10 Spezialisten in Black Ops 4 reden und auch so ein bisschen auf die Punkteserien eingehen. Ein Video zum Klasseneditor, wie das funktioniert, wird dann in den nächsten Tagen noch kommen. Aber heute ist voller Fokus auf die Spezialisten, weil es da einiges zu erzählen gibt und wir auch 8 Stück, glaube ich, schon gesehen haben beim Reveal. Plus 2, die man, glaube ich, nicht spielen konnte, die ich euch aber auch noch weiter erklären werde. Lasst gerne noch ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und jetzt geht's auch direkt los. Also, wir haben, wie es aussieht, wirklich 10 Spezialisten. Am Anfang wurden irgendwie nur 5 oder 6 vorgestellt, als ich in den Treyarch Studios war, aber es ist irgendwie dann herausgekommen, dass insgesamt dann doch noch mehr dabei sind. Es gibt ja diesen Trailer, wo man so ein bisschen mehr über die Spezialisten erfährt, so ein bisschen diesen Hintergrund und wie die alle aussehen. Und es verhält sich dieses Mal so, dass wir nur einen Spezialisten pro Team mitnehmen können von einer Sorte. Also man kann zum Beispiel den Ruin und den Firebreak jeweils nur einmal im Team haben. Das heißt, man kann keine 5 Ripper, 5 Reiniger oder sonstiges haben. Und das finde ich so eine nice Neuerung. Also dadurch, dass jetzt auch eben einfach 5 gegen 5 gespielt wird online, muss man auch wirklich sich überlegen, so als Team. Ja, wer nimmt jetzt welche Spezialisten mit? Weil wenn man von den 10 dann die 5 nimmt, die alle irgendwie nur auf Angriff basiert sind und keiner irgendwie den Medic, den Heiler mitnimmt, kann es sein, dass das andere Team einen Vorteil hat. Also da muss man sich ja schon ein bisschen überlegen, welche man jetzt mitnimmt. Und wie gesagt, hat man am Anfang im Spiel, wenn man in das Spiel reinjoint, diese Option rechts. Da sind alle Spezialisten aufgelistet. Man kann sich dann für einen entscheiden und dann ist der einfach ausgegraut. Und wenn die anderen Teammates danach sich versuchen, den gleichen zu nehmen, funktioniert das einfach nicht. Also muss man immer schnell sein, wenn man jetzt unbedingt den einen speziellen spielen möchte. Aber ich glaube, es gibt genug Spezialisten, die dabei sind, die auch echt nice sind. Und bevor ich jetzt auf jeden einzelnen eingehe, sei noch gesagt, dass alle irgendwie gleich gebalanced sind, beziehungsweise alle irgendwo gleich stark sind. Zumindest alle die, die irgendwas zum Angreifen haben. Und dazu sei auch noch gesagt, dass eben das Game immer noch in der Pre-Alpha ist. Das heißt, bis zum Release, also bis zur Beta selbst, wird sich vielleicht noch was verändern. Aber bis zum Release ist bestimmt auch nochmal das Ganze ein bisschen anders und ein bisschen mehr gebalanced, sodass vielleicht zum Beispiel der Reiniger nicht so lange funktioniert oder der Ruin nicht so eine Reichweite hat mit seinen Stacheln, wobei die schon weniger ist als in Black Ops 3. Ein Glück. Und die Spezialisten sind aber dieses Mal aufgeteilt in Equipment, was sie haben, und in eine Fähigkeit, die sie haben. Also man hat jetzt nicht mehr wie beim Reiniger damals zum Beispiel Hitzewelle und Reiniger, sondern es gibt jetzt immer ein Equipment, was immer passiv mit dabei ist und eben eine Fähigkeit. Das heißt, das Ganze ist schon mal so ein bisschen runtergebrochen und nicht mehr so ganz durcheinander oder ganz so viel Auswahl wie noch in Black Ops 3. Und die Spezialisten sind halt auch einfach jetzt entscheidender für den Sieg, als sie je zuvor waren, weil man eben jetzt wirklich sehr darauf achten muss, welche Spezialisten eben mit dabei sind, dass man sich gegenseitig hilft im Team auch. Aber natürlich kann man auch noch Solo spielen, keine Sorge. Und ja, wie gesagt, hat jeder Spezialist seine eigene Fähigkeit, beziehungsweise eben Fähigkeiten, weil es eben auch Equipment gibt. Dieses Equipment kann man in einem Klasseneditor auswählen, wenn man Special Issue, das heißt eben die Spezialfähigkeit des jeweiligen Charakters, dort auswählt. Das heißt, man kann auf dieses Equipment verzichten, indem man sagt, okay, ich will eine normale Frag-Granate oder einen Tomahawk etc. mitnehmen. Aber man kann auch sagen, man möchte das Equipment und die Spezialfähigkeit des Spezialisten mitnehmen. Klingt jetzt vielleicht gerade ein bisschen verwirrend, ist aber ganz simpel, dass man in der Klasse einfach das Special Issue auswählt und dann hat man das eben mit dabei. Fangen wir an mit dem Ajax. Der ist neu in Black Ops 4 und ist sozusagen der Tank des Spieles. Man hat dort eine 9-Bang oder so heißt die Granate, die flasht und stunt den Gegner. Und man kann diese Granate auch noch länger halten wohl und dann loslassen. Dann hat sie wohl auch ein bisschen mehr Radius bzw. explodiert mehrfach. Das heißt, man kann vielleicht noch mehrere Gegner damit auch wirklich gut stunnen. Ist vielleicht ganz gut, wenn der Ajax so irgendwo das reinwirft in eine Hardpoint-Stellung und dann kann man als Team da reinpushen und die Gegner wegholen. So, das war jetzt das Equipment, eben diese Granate. Und jetzt kommen wir zur Fähigkeit. Da gibt es eben das Ballistic Shield oder das Ballistic Schild. Das ist dieses fette Teil, was so hingestellt wird und dann fährt sich das an der linken und rechten Seite nochmal so aus. Und da ist auch irgendwie eine eingebaute Maschinenpistole mit drin und dann kann man eben da auch schön auf einer Flagge zum Beispiel die B-Flagge in Herrschaft verteidigen oder den Hardpoint natürlich auch. Und das war es soweit zu Ajax. Weiter geht's mit einer altbekannten und das ist die Battery. Die hat als Equipment die Cluster-Granate dabei. Die haben wir im Trailer auch schon gesehen. Die haftet nämlich dort, wo sie aufkommt, zum Beispiel am Gegner oder eben an dem Material oder Boden oder so, wo sie aufkommt und versprüht dabei dann noch so mehrere kleine Granaten, irgendwie so 2, 3 Stück, die dann eben auch explodieren. Also es ist quasi eine Semtex mit nochmal 2 kleinen Granaten. Wirkt auch relativ stark, aber wie gesagt, sind irgendwie so alle angreifenden Spezialistenfähigkeiten relativ stark. Deswegen ist es irgendwo dann auch wieder ausgeglichen. Wobei die Entwickler aber auch ganz klar gesagt haben, okay, die Waffen sind uns immer noch am wichtigsten und die Waffen sind auch immer noch im Fokus, wenn man spielt, finde ich. Nur man muss halt auch gucken, welchen Spezialisten man eben mitnimmt, um dann auch ein bisschen gegen die anderen Spezialisten anzukommen und so weiter. Das werden wir alles noch rausfinden, wenn wir das Spiel selber spielen. Die Fähigkeit vom Battery ist dann wieder die Kriegsmaschine, wie wir sie kennen. Dazu muss ich jetzt nichts weiter sagen. Spezialist Nummer 3 ist Crash und das ist der Heiler im Team. Der hat einmal als Equipment das Assault Pack, also das Angriffspaket dabei. Wenn man das vor sich wirft, dann bekommt das
das Team neue Magazine zum Beispiel dazu. Also wenn man dann dorthin rennt und sich das abholt, dann hat man neue Magazine, mehr Munition, braucht Plünderer nicht mitnehmen zum Beispiel. Und die geben auch Bonuspunkte bei Kills. Also wenn ich mir von meinem Heiler dieses Paket hole, dann habe ich mehr Munition und kill damit dann auch jemanden, bekomme ich als Spieler nochmal mehr Punkte. Also ihr merkt schon, das ist alles sehr teambasiert und man wird halt für Teamaktionen auch belohnt. Das heißt, der Heiler bekommt auch jedes Mal, wenn er ein Angriffspaket dem Teammate hinwirft und er nimmt sich das, kriegt er natürlich auch Punkte. Also er kriegt passiv einfach sehr viele Punkte dazu. Also für Leute, die jetzt nicht die Rusher sind, nicht so krass im Spiel sind, die können einfach das Team unterstützen. Die Teammates mit der Spezialfähigkeit, die ich euch jetzt erkläre, die Tag 5 heißt, eben die Mates heilen. So, die Fähigkeit Tag 5, die erhöht das maximale Leben der Teammates. Das heißt, wenn ich meine Mates heile, haben die ein bisschen mehr Leben als 150 sogar. Was für einen Hardpoint-Push oder allgemeinen Push an sich einfach mega nice ist. Ich weiß noch nicht so genau, wie sich das im Spiel dann auswirkt, weil es gibt ja auch dieses Gear Body Armor zum Beispiel, was auch nochmal am Anfang des Spiels ein bisschen mehr Leben gibt. Und dann gibt es eben noch diesen Spezialisten, der einem mehr Leben zufügen kann. Müssen wir mal gucken, inwiefern sich das auswirkt. Auf jeden Fall kann der Crash die Teammates durch Wände heilen, was halt auch irgendwie nice ist. Da muss man nicht immer zu einem hinrennen, die heilen, sondern man kann wirklich bam, bam, bam. Und dann hat man seine Mates eben geheilt. Wieder ein Altbekannter ist der Firebreak. Der hat jetzt in diesem Spiel den Reaktorkern, also Reactor Core heißt es auf Englisch. Das ist dieses Teil, was man im Trailer auch gesehen hat oder in den Gameplays bei mir auch schon. Das haust du einfach vor dir auf den Boden und dann wird die Position um dich herum für die Gegner quasi unbetretbar. Das heißt, wenn sie dort reingehen, werden sie erstmal schön angehittet und bekommen auch ihr maximales Leben für eine Zeit lang verringert. Eben nur für kurze Zeit, aber sie haben ihr maximales Leben einfach dann zum Beispiel statt 150 nur noch 100. Ich weiß nicht genau wie viel, aber auf jeden Fall, wenn sie da reinlaufen, sind sie halt leichte Beute für deine eigenen Mates. Das war wieder das Equipment, was der Firebreak dabei hat. Fähigkeit ist wiederum der Reiniger, wie wir ihn schon kennen, ne? Brutzelt alles weg. Das ist das Einzige, was mich immer noch so ein bisschen stört, dass der Reiniger halt voll lange anhält und man voll lange reinhalten kann. Vielleicht fixen sie das noch, ich hoffe es. So, wir machen Halbzeit jetzt mit dem Recon. Der hat den Sensor-Dart dabei. Den sieht man auch im Trailer, den kannst du irgendwo hinwerfen und dann werden auf der Minimap alle Gegner im Umkreis richtig schön angezeigt. Jetzt hätte man eine UAV dabei und dieser Sensor-Dart zeigt, wie man es im Trailer auch schon gesehen hat, eben die Gegner im Umfeld um dich herum, aber auch für das ganze Team eben. Das ist halt das Nice. Du hast einfach für das ganze Team, wo du das Ding hinwirfst, einfach diese Minimap mit den Gegnern einfach sichtbar. Und die Fähigkeit ist auch wieder der Vision Pulse, wie man ihn aus Black Ops 3 schon kennt, also der Sichtpuls, aber diesmal mit der kleinen und feinen Änderung, dass es eben auch für das ganze Team einfach wirkt. Also das ganze Team sieht, wenn du den Sichtpuls aktivierst, auf der Map alle Gegner. Wirkt auch leicht OP, wo wir auch schon beim Ruin werden. Und den kennen wir natürlich auch noch, den alten Kollegen. Ja, und was kann denn der Ruin in Black Ops 4? Er hat erstmal das Equipment Grapple Gun, was eben so ein Enterhaken ist, womit du dich einfach näher zu irgendwas ranziehen kannst. Habe ich auch schon getestet, wirkt als jemand, der irgendwie aggressiv spielt, echt super. Also der Ruin ist eben auch der Rusher einfach dieser Spezialistenreihe. Und die Fähigkeit ist wieder Gravity Slam, ist eben wie im BO3 die Stacheln, nur eben, dass der Radius wirklich ein bisschen kleiner ist und man jetzt nicht im Kilometerumkreis da alle Gegner wegholen kann. Darüber habe ich mich ja im BO3 auch oft beschwert, dass es ein bisschen zu OP ist, aber jetzt ist es wirklich entspannter. Und die gute alte Seraph ist auch mit dabei. Sie besitzt als Equipment ein kleines Tech-Deploy. Das ist so ein Spawn-Equipment, womit eben die Teammates einfach bei dir spawnen können, wenn du das bekommst und einfach irgendwo hinstellst. Was für Competitive COD wahrscheinlich auch extrem interessant wird. Und die Spezialisten, ihr merkt es vielleicht schon, sind alle auch ein bisschen so auf dieses Comp getrimmt, dass eben im Comp einfach dieses Jahr wirklich absolut die Luzi abgehen wird. Also ich glaube, da ist wirklich sehr viel Variation möglich, sehr viel Taktik. Da sind sie meiner Meinung nach dieses Jahr einen sehr geilen Schritt gegangen, um Comp einfach ein bisschen geiler zu machen. Und die Fähigkeit ist auch wieder der Annihilator, den ich auch extrem feier, echt gerne gespielt habe und ich mich auch freue, dass der wieder mit dabei ist. So, drei haben wir noch und da ist einmal der Torg. Der ist so der Verteidiger der Spezialisten. Er hat so einen Stacheldraht, den er so ausfahren kann, um Eingänge zu blockieren. Also rennt lieber nicht in so einen Stacheldraht rein, aber das Gute ist, man kann ihn relativ leicht auch abschießen. Also wenn ihr als Team darauf schießt, dann ist er auch leicht weg. Also ihr seht schon so, es ist alles so relativ stark, aber wiederum auch kann man teilweise Sachen einfach sehr leicht zerstören. Also wir müssen einfach sehen, wie sich das im Spiel hinterher auswirkt. Fähigkeit ist hier die Barrikade, beziehungsweise so ein großes Schild, was man eben aufstellen kann, um eben Objectives einzunehmen. Und nicht spielbar waren jetzt auf dem Reveal-Event der Nomad und der Prophet. Und da gibt es jetzt auch so ein paar Spekulationen. Also beim Nomad weiß man das Equipment noch nicht, aber man spekuliert schon bei der Fähigkeit, oder ich denke mir auch, dass es eben dieser kleine, süße, oder eher eigentlich dicke Hund ist, der da im Trailer auch mit ihm mitläuft. Dass eben dieser Hund einfach mit dir auf der Map rumläuft und Gegner vielleicht auch holt. Ich bin gespannt, wie sie das umsetzen und wie sie das hinterher dann spielen lässt, aber klingt auf jeden Fall nach einer nice Fähigkeit. Vielleicht ist es auch einfach so gemacht, dass der Hund dann, wenn man ihn aktiviert, dann einfach so einen Gegner vor dir holt oder vielleicht auch zwei, aber wahrscheinlich jetzt nicht lange da bleibt und das ganze Team irgendwie wegholt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und jetzt kommen wir zu meinem wahrscheinlich Lieblingsspezialisten, der Pro
Prophet und den gab es ja auch schon in Black Ops 3 und dort hatte er den Tempest, diesen Sturm, der ja irgendwo auch ein bisschen so wie eine Sniper wirkt. Aber dieses Mal hat der Prophet eine Sniper in der Hand, wenn ich mich nicht irre. Und da das Spiel ja jetzt nicht so ganz futuristisch ist wie Black Ops 3, sondern ein bisschen mehr in Richtung BO2 geht, so ein bisschen weniger Technologie und so weiter, könnte ich mir vorstellen, dass einfach dieser Sturm ein bisschen mehr oldschool gemacht wurde oder der Zeit entsprechender und das einfach jetzt so eine Art Sniper ist, die man dann auspackt. So sieht es zumindest irgendwie im Trailer aus und da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gehypt, was bei dem dann passieren wird, weil den werde ich dann absolut spielen, wenn der eine nice Sniper bekommt. Dann kann ich schön Sniper-Kills machen, seine Fähigkeit aktivieren und dann nochmal rumsnipen. Das klingt für mich auf jeden Fall nach sehr viel Spaß und das waren jetzt auch alle Spezialisten und jetzt kommen wir noch zu den Punkteserien. Schreibt mir aber gerne mal, welchen Spezialisten ihr bisher am geilsten findet und welchen ihr davon spielen würdet und was für euch vielleicht noch ein bisschen verändert werden sollte. Die Punkteserien konnten wir bisher eigentlich nur erfahren, dass die Drohne dabei ist, die halt wie eine normale UAV einfach halt die Gegner auf der Map zeigt, die jetzt keinen Geist benutzen. Dann die Konterdrohne stört natürlich das feindliche Radar. Und dann hatten wir die Hellstorm, die eigentlich genauso funktioniert wie die Hellstorm in den alten CODs auch. Ich glaube nur, dass man am Anfang eine Rakete auch so wegschießen konnte und dann eben auch nochmal so dieses schnelle Reinfliegen, dass man vielleicht sogar zwei Gegner damit holen kann. Dann gibt es noch eine Sentry Gun, also es ist einfach wieder ein Geschütz, denke ich mal, das ganz normal wie ein Geschütz funktioniert. Der Attack Chopper müsste eigentlich wie ein Geist funktionieren. Ich habe den auch einmal erreicht, das habe ich ja auch schon hochgeladen vor ein paar Tagen und das ist auf jeden Fall auch eine sehr nice Streak, die funktioniert eigentlich ähnlich wie der Geist, hat auch sehr viele Kills gemacht. Dann den Mantis, das ist so quasi ein Cerberus, aber krabbelt halt eher so ein bisschen auf dem Boden rum. Dann gibt es noch das Strike-Team. Erinnert mich so ein bisschen an WW2, die Fallschirmjäger. Das sind einfach Leute, die mit auf der Map halt dir helfen, dich unterstützen. Aber jetzt kommen wir noch zur letzten Streak, die man spielen konnte, nämlich das Gunship. Und die hat sich wirklich angefühlt wie die AC-130, auch wenn ich sie jetzt nicht erreicht habe, aber ich weiß, dass ich glaube, Gustav oder Fantu. Ich weiß nicht mehr, wer von den beiden hatte sie auf jeden Fall, als wir PC gespielt haben. Das ist auch so ärgerlich, dass wir PC nicht recorden durften, weil wir da so krasse Gameplays gerissen haben, weil die Gegner von uns einfach so Leute waren, die halt nicht so gut waren. Und man munkelt eben noch, dass es eben auch höhere Streaks geben wird, was es wahrscheinlich auch geben wird, oder Streaks dazwischen noch, die jetzt eben noch nicht da waren zur Pre-Alpha, die vielleicht in der Beta noch kommen, beziehungsweise eben auch dann am Ende im Spiel natürlich. Und ich denke mal, dass wir da auf jeden Fall noch coole Streaks bekommen. Vielleicht die Hunde auch, ich hoffe, dass sie kommen. Und nochmal zur Punkteverteilung, wie man die Streaks eben schneller erreichen kann. Man bekommt nämlich teilweise auch 100 Punkte, glaube ich, pro Assist. So war es irgendwie im Gameplay auch, dass man, wenn man den letzten Hit noch gegeben hat, 100 Punkte bekommt, beziehungsweise dass alles ein bisschen fairer aufgeteilt ist, dass man eben jetzt nicht mehr den Kill klauen kann, sondern wirklich auch einfach volle Punkte bekommt, wenn man jetzt irgendwie 80-90% Schaden gemacht hat und dann irgendwie ein Teammate den noch holt, dann bekommt man trotzdem viele Punkte. Man bekommt genauere Punkte für Flaggeneinnahmen, also nur so lange, wie man drin war, zum Beispiel wieder rausgeht, dass man dann nur einen Anteil der Punkte bekommt oder eben, solange man drin war, eben die vollen Punkte und einfach jede teambasierte Aktion auch einfach mit Punkten belohnt wird. Das heißt, wenn man eben teambasiert spielt, auch sehr viele Punkte bekommt oder natürlich auch für die Kills. Und ja, das sind auf jeden Fall alles positive Nachrichten, finde ich. Schreibt mir gerne eure Kritik oder euer Feedback in die Kommentare, was ihr davon haltet oder ob ihr es gut findet. Und dann bin ich raus. Habt noch einen schönen Tag, Leute. Checkt gerne die letzten Videos auch ab, die jetzt noch eingeblendet sind und haut rein und bis zum nächsten Mal.